Herzlich willkommen, Internet, zu einer neuen Folge von Geschichten aus Wikihausen. Und diesmal sind wir richtig am Puls der Zeit, kann man sagen. Und zwar beschäftigen wir uns mit Uwe Steimle und den Attacken, die im NDR und in Wikipedia gegen ihn laufen. Bleiben Sie dran. Ja, diesmal, wie gesagt, Uwe Steimle. Und wir können gleich ankündigen, es gibt eine kleine Sensation, denn wir werden ein Interview mit Uwe Steimle kriegen, was wir dann nach dieser oder diesen Sendung, die sich jetzt damit beschäftigen, denn es ist ein weites Feld und wir werden es abgrasen. Wir werden also Uwe Steimle direkt zu Wort kommen lassen in unserer Sendung. Aber jetzt geht es erstmal los mit Markus Fiedler. Grüße nach Oldenburg aus dem Zentrum des Universums. Ja, ein universalzentrisches Weltbild. Flache Ich Erde. grüße doch das Internet, genau, und dich natürlich auch. Ich wollte noch was vorwegbringen, und zwar, ich wollte mich nochmal herzlich bedanken für die vielen, vielen, vielen Spenden, die wir bekommen haben. Aber ich habe mir schon sowas gedacht, kaum bedankt man sich für die Spenden, schon sinken die Spenden ins Bodenlose. Alle denken, wir haben da noch genug davon. Das ist nicht der Fall. Bitte, bitte, spenden Sie etwas. Das Ganze wird jetzt hier unten eingeblendet, und ja, das ist für uns wichtig, weil wir geben eine ganze Menge von unserer Zeit in diese Sendung, und ja, und Zeit ist eben halt auch Geld. Vielen Dank. Genau. Und ach genau, wir müssen uns entschuldigen, ne? Fällt mir ein, oder? Wir müssen uns dringend entschuldigen, ja. Und zwar hatte ich Abi. Ach so, okay. Und immer wenn ich sage, ich hatte Abi, fragen alle, was schon wieder? Ist Aber das letztes Jahr auch, ja. heilbar? Also Das ist ja wirklich chronisch, ja? Kommt jedes Jahr wieder. immer um dieselbe Zeit. Und bei Abi gehen die Schüler vor. Das heißt also, deswegen kann ich dann in der Zeit keine Sendung produzieren. Und die letzte Sendung, die wir gemacht haben, die halt, also eigentlich schon im Abi-Zeitraum veröffentlicht wurde, die ist eigentlich weit vorher produziert worden. Deswegen ja, sah das nur so aus, als ob wir da produziert haben. Aber in Wirklichkeit war das mitten im Abi drin, und da kann ich nichts machen. Und deswegen haben wir auch jetzt eben halt einen Versatz von ungefähr 4 Wochen. Das tut uns leid, aber es geht halt nicht Ist anders. nicht anders. Und ich muss, Gut. wenn ich von Abi höre, muss ich immer, trotz meines fortgeschrittenen Alters, ich habe immer noch Albträume wegen Abitur und träume, dass ich antreten muss zur Mathematik mündlichen Prüfung, und habe, nachdem ich die Aufgabe gestellt bekomme, überhaupt keine Ahnung, wovon die überreden. Ja? Und dann wache ich meistens schweißgebadet auf. Ja? Also. Also ich muss zugeben, wenn ich im Abitur Aufsicht führe, das ist ja dann nicht immer in Biologie, sondern halt auch in Mathematik, in Russisch oder sonst wo. Also Russische nach Mathematik. Russisch, was ich leider nicht verstehe, da muss ich sagen, da verstehe ich selbst die Aufgabenstellung nicht. Aber in Mathe kann ich wohl die Aufgabenstellung lesen, aber ich frage mich manches Mal, was will uns dieser Autor sagen? Also, so geht es mir dann auch, genau wie du, wie dir. Genau. Ja, das sieht man mal, wie traumatisiert man von der Schulzeit sein kann. Gut, aber fangen wir jetzt mal an. Uns geht es ja eigentlich ganz gut. Das, was man von Uwe Steimle mit dem, was er jetzt behagt wird, nicht unbedingt das Gleiche behaupten kann. Fang du vielleicht mal an, Markus, denn du hast ja die ersten Folien hier bearbeitet. Ja? Wir machen das dann im Ja. Ping-Pong-Verfahren. Ja, also ich kann nur sagen, ich habe den Verdacht, das Ganze ist ein ganzes, ist ein bedauerlicher Unfall, was da passiert ist. Also anders kann man das ja einfach nicht interpretieren, weil wir gehen ja davon aus, dass die öffentlich-rechtlichen Medien, vor allem der NDR, dass die immer redlich arbeiten und dass sie auch eine journalistische Sorgfaltspflicht haben und dass sie alle Meinungen gleichermaßen zu Wort kommen lassen, also alle Strömungen, die man so bei den Zuschauern findet. Aber irgendwie ist hier das Ganze verunfallt. Das Ganze fängt chronologisch an, und zwar beim Tagesspiegel. Wir haben letztes Mal schon darüber berichtet, dass da war auch der Tagesspiegel mit von der Partie. Also es ging letztes Jahr darum, Uwe Steimle hat einen Satz gesagt, ich zitiere sinngemäß, die USA und Israel zetteln Kriege an und wir haben den ganzen Scheiß zu bezahlen. Zitat Ende. Und das brachte ihm eine ganze Menge Kritik ein. Wir haben damals schon gesagt, also diese Kritik ist an den Haaren herbeigezogen. Und jetzt geht's in Runde 2 und fängt also wieder im Tagesspiegel an. Und zwar am 13.06.2019 um 15:41 Uhr ist ein
Artikel veröffentlicht worden, beziehungsweise das Update des Artikels, darin geht es um den Kabarettisten Uwe Steimle und seine rechte Mission. Mhm. Ja, also Uwe Steimle und rechts passt für mich nicht ganz zusammen. Ich erinnere daran, dass er vorgeschlagen war von der Linken, für was war das eigentlich, irgendein Posten, Bundestagspräsident, weiß der Teufel, also irgendwas mit dem Peter Sodann. Naja, Uwe Steimle, genau, Uwe Steimle ist von der Linken vorgeschlagen worden für die Bundesversammlung, mhm. also für das... für die Gruppe der Wähler, die den Bundespräsidenten wählen sollen. Ne? Ja, und Uwe Steimle ist für mich, wenn ich das so sagen kann, ist sozusagen die Stimme Sachsens oder vielleicht sogar Ostdeutschlands. Ja? Ich habe ihn einmal direkt erleben dürfen, da kannte er mich überhaupt nicht. Ich war eingeladen zur Premiere von Sushi in Suhl, einem super guten Film. Ich würde sagen, das war der erste gesamtdeutsche Film im Kino. Und da habe ich ihn kennengelernt. Also ich war Nobody, ja, war damit über private Beziehungen zu der Produktionsfirma bei der Premiere. Und Uwe Steimle, kann ich sagen, ist ein vollkommen unkomplizierter, freundlicher Mensch, mit dem absolut jeder reden kann. Und er redet auch nicht anders, wenn er jetzt mit jemand wie mir geredet hat oder wenn der mit der Bedienung geredet hat oder wenn er mit dem Produzenten geredet hat. Also das ist... ich finde, dass es in gewisser Weise ist er ein sozusagen ein sehr offenherziger und er ist ein sehr unkomplizierter, sehr freundlicher, sehr menschenfreundlicher Mensch. Ja, ja. Also es geht ja hier offenbar um seine rechte Mission. Man kann dazu nur sagen, ist es wichtig, ob ein Kabarettist in der politischen Landschaft links oder rechts eingestellt ist? Solange er keine extremistische Position einnimmt, ist das alles im Rahmen dessen, was im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufen soll. Ja, nur Uwe Steimle ist nicht rechts, davon mal abgesehen. Ja, okay. Ja, gut. Aber selbst wenn das wäre, selbst wenn das wäre, ist das erlaubt. Es gibt ja Dieter Nuhr, ja, der sozusagen diese konservative Position im Kabarett einnimmt. Das ist in Ordnung, der wird aber nicht attackiert, sondern Uwe Steimle wird attackiert, nicht weil er rechts ist, sondern weil er das mit den Kriegen gesagt hat. Ja? Aber okay, machen wir mal weiter. Ja, wir können vielleicht vorwegnehmen, diese Sendung, das wissen wir jetzt schon, wird so lang, dass wir garantiert davon zwei Teile machen müssen. Aber das soll dem Zuschauer nicht irgendwie zur Traurigkeit führen, denn auch in der ersten Sendung gibt es so viele... bedauerliche Unfälle, dass es genügend Möglichkeit gibt, sich vorm Fernseher entweder kringelig zu lachen oder in den Fernseher hineinzuspringen. Das kann sich der Zuschauer aussuchen. So, okay. Ja, machen wir eine Folie weiter. Und zwar, hier rechts erscheint es, Bell Tower News oder Bell Tower. Das ist, ja, was ist denn das? Das ist der Blog von der Amadeo Antonio Stiftung, ja. Also das ist ja auch oben rechts zu sehen, kleiner grüner Kasten hier, Amadeo Antonio Stiftung, das ist ihr Verlautbarungsorgan für aktuellere Nachrichten. Ja. Ja, und die verlinken halt genau den Artikel im Tagesspiegel und verlinken gleichzeitig Grenzen der Satire, der MDR und Uwe Steimle. Und zwar, das ist eine Sendung von ZAP, von dem ZAP-Magazin, das ist gerade mal jetzt 2 Wochen her. Und das Interessante ist, wie da mit Uwe Steimle verfahren wird. Und wir können also schon sagen, Amadeo Antonio Stiftung, das ist das transatlantische Lager oder Transatlantifa hatten wir das genannt. Also Altbezeichnung wäre vielleicht antideutsches Lager. Wir hatten damals die inzwischen ehemalige Mitarbeiterin Julia Schramm erwähnt, die ganz klar in dieses Lager zu verorten ist. Zitat, Sauerkraut, Kartoffelbrei, Bomber Harris, feuerfrei. Das sind also die Sachen, die sie noch als Politikerin der Piraten dann der Linken, gebracht hat. Ne? Pirate und Linke dann. Genau, und die hat also bei der Amadeo Antonio Stiftung zeitweilig ein Zuhause gefunden. Und das ist nicht die einzige. Das heißt also, wir sehen ständig aus diesem Bereich der Amadeo Antonio Stiftung Postings, die in diesen politischen Bereich fallen. Mhm. So, und jetzt haben wir also den MDR und das ZAP-Magazin. Und da gibt es nicht nur von der Amadeo Antonio Stiftung, sondern auch noch gleich von GenFM einen Link dahin. Naja, vielleicht sollten wir doch mal kurz darauf eingehen, um was es eigentlich geht. Ja? Also dem MDR, der Text bei Bell Tower heißt ja, der MDR hat ein Problem, es heißt Uwe Steimle. Der Schauspieler und Kabarettist, vielen noch bekannt als Kommissar Jens Hinrichs aus der Schweriner Polizeiruf, eckt immer wieder an.
Mal sind es verleumderische Gerüchte über Geflüchtete, die er in seiner Sendung Steimles Welt MDR zum Besten gibt. Mal jüngst ein T-Shirt mit dem Aufdruck Kraft durch Freunde, eine Abwandlung des NS-Slogans Kraft durch Freude. Und obwohl es viele weitere Äußerungen Steimles gibt, die zwischen Verschwörungstheorie, Antisemitismus und Rechtspopulismus changieren, tut sich der MDR schwer mit einer klaren Positionierung. Das ist also, wir hatten ja schon mal über Uwe Steimle und Wikipedia berichtet und hatten den Jan-Philipp Hein dort ich mach mal dieses Telefon aus, sonst wird das uns die ganze Zeit weiter stören. Jan-Philipp Hein ihn darüber berichtet, dass er Uwe Steimle und auch einige andere deutsche Kabarettisten in die Nähe des Antisemitismus rücken wollte. Und das ist jetzt hier sozusagen der zweite Anlauf, die zweite Welle, die dazu kommt. Uwe Steimle hat was aus deren Sicht mit Verschwörungstheorie, Antisemitismus und Rechtspopulismus zu tun. Offenbar soll er weg. Ja? Okay, und jetzt geht's weiter zu GenFM. Ja, genau. Also das ist, also du hast ja gerade so ein Snippet, also so ein Ausschnitt aus dem Originalartikel vom NDR vorgelesen. Das Gleiche ist verlinkt nochmal bei GenFM. Das ist so ein Watchblog, der sich zur Aufgabe gemacht hat, GenFM aufs Korn zu nehmen. Und es ist auch ganz eindeutig das antideutsche Lager. Hier sogar bei GenFM kann man einfach sagen, dass da sind sogar schon radikale bis extremistische Anwandlungen drin. Es ist ein Rufmordportal, anonym im Internet, man weiß nicht, wer dahinter steckt. Nicht? Ist auf Facebook, kann man sich das Ganze angucken. Und wie sie zu Ken Jebsen stehen, kann man hier auch sehen. Ist ja als Springfield News irgendwie da. Was ist das eigentlich, Springfield News? Kenne ich nicht. Ist das irgendwie... Das ist von... Simpsons, von oder? Von den Simpsons ist das, ja. Ja, also es... Ja, es ist, also die nehmen den voll aufs Korn und sie finden das wahrscheinlich lustig, ich finde es weniger lustig, weil es halt... das ist ja noch nicht schlimm hier. Das ist ja erstmal... Ja, das aber, also insgesamt entbehrt dieser Blog jeglicher Faktengrundlage. Es ist eine Rufmordseite, ja. Also das ist genau wie Psiram zum Beispiel auch, die wir schon mehrfach erwähnt haben. Also in die Richtung gehört das und ist natürlich ganz klar dieses antideutsche Lager, also Transatlantifa zu verorten. Gut, okay. Wenn wir jetzt weitergehen, dann sehen wir also den Artikel vom NDR da geht es also Grenzen der Satire, der MDR und Uwe Steimle. Ja, und da gibt es also auch einen Bericht dazu, einen langen Artikel. Ja, dann sehen wir, das eigentlich Wichtige an dem Text ist ja nicht der Text selber, also es geht um die Diskreditierung von Uwe Steimle. Das Wichtige ist, das sind die Zuschauerreaktionen. Und da habe ich mal einfach mal durchgezählt. Wie sieht denn das aus? Welche Zuschauer haben sich denn... für das ZAP-Magazin ausgesprochen, welche haben sich für Steimle ausgesprochen und welche Leute sind nicht zuzuordnen. Also ganz eindeutig, für ZAP haben sich 4 ausgesprochen, für Uwe Steimle 30 und nicht zuzuordnen waren 4 Aussagen, wobei eine Person hat sich 2-mal geäußert. Das heißt, es sind also insgesamt 37 verschiedene Personen, auf die das hier zuzuordnen ist und da ist eine klare Mehrheit für Steimle. Das heißt, irgendwas muss das MDR-ZAP-Magazin hier falsch gemacht haben. Moment, aber wir wissen ja noch gar nicht, was das MDR-ZAP Magazin gemacht hat. Also das heißt, du bist jetzt schon bei den Kommentaren dazu, aber wir müssen hier erstmal einen kleinen Ausschnitt zeigen. Es reicht doch schon vollkommen aus. Ich mache das genau wie in der Wikipedia. Ich gucke mir gar nicht mehr den Inhalt an, ich gucke mir nur noch die Kommentare dazu an. Das heißt, wir sehen hier schon, also irgendwas ist da faul. Wenn wir solche Votings hätten unter unserer Sendung, dann würden wir beide wohl hart ins Gericht mit uns gehen müssen. Und aber anscheinend das werden wir gleich sehen. Das ist bei ZAP nicht der Fall. Die brauchen anscheinend nicht so ins Gericht mit sich zu gehen. Auf jeden Fall gibt es da von der Sendung auch eine Kopie auf YouTube. ZAP hat da einen eigenen YouTube-Kanal, übrigens mit irgendwas um 18.000 Abonnenten. Mhm. Das ist wirklich weltbewegend für so einen öffentlich-rechtlichen Sender. Ja, da haben sie exakt die gleiche Größe, die wir auch haben, die gleiche Reichweite. Also es ist, also, okay. Auch da, ganz interessant, wie viele Leute finden die Sendung gut? Wie viele Leute finden die Sendung schlecht? Und dann sehen wir hier, zu dem Zeitpunkt, als ich das aufgenommen habe, fanden 199 Leute die Sendung gut und 219 Leute fanden die Sendung schlecht. Das ist eine Quote von über 50%, die sich gegen die Sendung aussprechen. Und das ist schon eine harte Nuss, ist das. Ja? Aber ZAP-Magazin findet das trotzdem total super. Auch hier die Kommentare entsprechend. Ich habe einen langen Kommentar geschrieben, weil ich mich ehrlich gesagt geärgert habe. Und der Kommentar, den würde ich sagen, der ist maximal unfreundlich, aber ohne ausfallend zu werden.
Und ich habe unter anderem darauf hingewiesen, dass es nicht Aufgabe ist, hier Meinungsjournalismus zu betreiben, der öffentlich-rechtlichen, sondern dass es darum geht, einen Marktplatz der Meinungen herzustellen. Also das, was wir beide hier ständig ventilieren in der Wikihausen-Sendung. Naja, das ist die Bundesverfassungsgerichtsansicht dazu. Ja, das ist ja nicht unsere private, genau. Sondern das ist diese drei Kriterien, Pluralismus, Ausgewogenheit, Staatsferne, die das Bundesverfassungsgericht für die Rundfunkanstalten angelegt hat. Und das heißt im Grunde genommen, Pluralismus heißt, die Bandbreite muss abgebildet werden, der Meinungen, die existieren. Und Ausgewogenheit heißt, nicht die eine Seite zum Großen, zum Starken, die andere nicht, sondern dass das ungefähr, wenn man sich ein Hilfsmittel nehmen will, so wie die Verteilung in der Bevölkerung aussieht. Aber nochmal darauf hinzuweisen, Markus, wir wissen immer noch nicht, was eigentlich der MDR über Steinle. Kommen wir noch dazu? Oder, ja, weil du jetzt eben, ja, du bist immer in den Kommentaren. Ja, die Kommentare, ja, beziehen sich ja auf was, die Leute wissen aber gar nicht worauf. Ja. Wart's ab. Der große Knall kommt noch. Okay, also ich schließe diesen Brief mit dem Satz, nicht Steimle, sondern Sie sollten schleunigst aus dem ÖR entfernt werden, denn Sie vergiften den demokratischen Diskurs und durch einen Wald aus Denkverbotsschildern. Mhm. Ja, das ist der einzige Kommentar unter der gesamten, also unter der Sendung in YouTube, der von dem ZAP-Magazin beantwortet wurde. Mhm. Und aber interessant ist erstmal, wie viele Antworten gab es überhaupt auf den Beitrag? Also man sieht hier, 68 Leute fanden meinen Beitrag ganz gut. Mhm. Und das ist übrigens mit Abstand der am häufigsten für gut befundene Beitrag unter der gesamten Sendung. Mhm. Und es gibt dazu 18 Antworten. Und jetzt kommt ein wenig Mathematik. Wir hatten es ja schon am Anfang der Sendung. Wir zählen die Kommentare, die unter diesem Kommentar stehen. Achtung, geht los. So, und zwar, hier gibt es 4 Kommentare. Dann gibt es hier nochmal 4. Dann gibt es hier nochmal 5 Kommentare. Dann gibt es hier 4 Kommentare. Und dann zählen wir zusammen. Es sind 20 Beiträge. Mhm. Aber da stand doch eben nur 18 Beiträge. Mhm. Ich glaube, der Unterschied ist 2. Ich kann das ausrechnen. Habe ich ja das Abitur gekriegt. Ja, und ich kann auch genau sagen, welche beiden Beiträge nämlich nicht öffentlich zu sehen sind. Man kann das kontrollieren, indem man zum Beispiel mit einem anderen Browser, mit einem Proxy-Server auf YouTube zugreift. Und dann fällt einem schnell auf, dass meine Antworten auf die Antwort des ZAP-Magazins auf meine Mail, die wurden nicht mehr angezeigt. Mhm. Nein. Und zwar, das heißt, da hat jemand, und davon gehe ich jetzt mal zwingend aus, nicht automatisiert, sondern manuell diese meine Antworten auf das ZAP-Magazin manuell herausgefiltert. Sodass sie zwar noch für mich sichtbar sind, also ich als Zuschauer habe den Eindruck, aha, ich habe da der Öffentlichkeit geschrieben, aber in Wirklichkeit schreibe ich nur mir selbst. Ja, mhm. Und keiner kann es lesen, außer ich. Da möchte ich doch jetzt mal Louis de Finis zitieren. Nein, das kann nicht sein. Doch! Oh. Also ist ja schon ein Hammer, genau. Oder? Also das heißt... Das ist die hohe Kunst der Zensur und das nennt man Shadowbanning. Also das heißt, das muss man doch, glaube ich, noch mal, damit man es sich auf der Zunge zergehen lassen kann. Die machen das so, dass du den Eindruck hast, du kannst deinen eigenen Kommentar noch sehen, aber außer dir niemand sonst. Und so wirst du genau. Kalt lächelnd aus dem Diskurs rausgeholt, weil du die meisten Zustimmungs-Daumen nach oben Symbole gekriegt hast. Also eigentlich. Warum sie es gemacht haben, weiß ich nicht, aber anscheinend gefiel ihnen meine Antwort nicht. Und ich weise immer noch mal darauf hin, man kann ja auch die Kommentare noch sehen, weil ich das gemerkt habe, das Shadowbanning. Ich habe auch dann öffentlich unter einem anderen Konto darunter kommentiert und das ist nicht gelöscht worden bisher. Naja, aber das ist nicht nochmal als Journalist, du kannst nicht die Sache, die die meisten Antworten oder die meisten Reaktionen hat, rausholen. Das ist, da muss man sagen, deswegen tun sie es, ja, weil es eigentlich. Das ist kein Spiel. Ist ja so nicht korrekt. Ja. Bitte? Ist ja so nicht korrekt. Also das heißt, Sie haben, also erstmal mein Kommentar mit den 68 Daumen nach oben, der steht ja immer noch online, den kann man sich noch durchlesen. Mhm. Dann gibt es eine Antwort vom ZAP-Magazin, die einzige Antwort bisher unter dem ganzen Film. Und dann gibt es auf die Antwort vom ZAP-Magazin eine Antwort von mir, ergänzt durch eine weitere Antwort. Und diese beiden Mails, die auf das ZAP-Magazin dann erfolgt sind, diese beiden Kommentare, die sind gelöscht worden. Mhm. Beziehungsweise fielen unter das Shadowbanning, sodass sie halt eben für mich so aussehen, als ob sie online sind, aber in Wirklichkeit keiner einsehen kann, außer mir. Sind die Kommentare denn noch da für dich? Können wir uns die mal angucken? Ja, ich hab das ja gemerkt. Mhm. Das heißt, also ich gucke jetzt ja, weil ich ja sowas wie Shadowbanning ist ja ein Geist, der ja schon etwas länger durch das Internet geistert, also
so dieses Problem. Deswegen kontrolliere ich auch tatsächlich, ob bei YouTube auch wirklich meine Kommentare online stehen. Ich schreibe auch nicht so unheimlich viel in YouTube, deswegen ist das auch gar nicht so schwierig. Deswegen gehe ich also mit einem anderen Browser rein, übrigens mit Opera. Über diesen VPN-Channel? Den braucht man gar nicht. Du gehst einfach mit Opera rein, okay. Nimmst vielleicht einen Proxy-Server. Vielleicht kann man, ich würde gerne mal Werbung für Opera an der Stelle machen, weil die automatisch mittlerweile fest installierten VPN-Möglichkeit mit anbieten. Das ist der einzige Browser, den ich kenne, der das macht. Ja. Genau. So, und dann habe ich also nicht mehr unter unserem Wikihausen-Konto, sondern unter meinem alten Konto Fiedler Audio gleich mit Kommentar Shadowbanning. Geschrieben, liebes Tab-Magazin, was soll das? Glauben Sie, ich merke nicht umgehend, dass Sie meinen zweiten langen Kommentar und so weiter gelöscht haben. Geblockt haben, habe ich geschrieben. Und dann habe ich, das ist eine längere Mail, das heißt, in die Mail habe ich nochmal alles das angehängt, was ich vorher auch schon dem Tab-Magazin geschrieben habe. Ne? Interessant ist jetzt, was das Tab-Magazin also mir geantwortet hat. Also die Antwort von denen ist wirklich entlarvend, vor allen Dingen, wenn man das dann anwendet auf den Beitrag. Und dann kommen wir nämlich zu dem Beitrag, den du ja so gerne den ich haben doch nicht unwichtig finde, dass wir darüber reden. Genau. Also das Tab-Magazin schreibt Wikihausen, wir machen genau das, was unsere verfassungsgemäßen Aufgaben sind. Wir informieren, liefern Hintergründe, ordnen ein, lassen Experten und Betroffene, das wird später noch wichtig, zu Wort kommen. So kann es sich am Ende jeder Zuschauer seine Meinung bilden und es kann diskutiert werden. Was in diesem Fall ja auch erfolgt, wie unter den Beiträgen im Netz zu sehen ist. Hetze oder völkisch-nationale Ansichten müssen wir übrigens nicht gleichwertig abbilden, da diese nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind und so weiter. Ja, das hieße jetzt, was ist das schon für eine Aussage? Also das heißt, alles, was nicht Ihrer Ansicht entspricht, ist Hetze oder völkisch-nationale Ansichten. Es geht ja darum, es gibt sozusagen ein weites Spektrum von möglichen Ansichten und offenbar gibt es, wieso kommen Sie jetzt gleich da drauf? Ich könnte auch sagen, stalinistische Gulag-Methoden dürfen im NDR nicht gesagt werden und wir bitten darum, dass er nicht gesendet wird. Das ist selbsterklärend. Ich weiß nicht, was das soll. Das heißt so, Unterstellung, die da drin ist, Insinuation, es geht hier irgendwie um Hetze oder völkisch-nationale Ansichten nach dem Motto Steimle und seine Freunde oder wie, ja? Ich hab in meiner E-Mail darauf geantwortet. Also ich habe auch gesagt, völkisch-nationale Ansichten, das kann sich ja nur auf den Uwe Steimle beziehen, weil ich habe in meiner ersten Mail, wie wir sie jetzt ja auch schon haben durchlaufen lassen, habe ich ja genau Bezug genommen auf den Beitrag zu Uwe Steimle. Das heißt, Sie unterstellen, so muss man das interpretieren, Sie unterstellen Uwe Steimle völkisch-nationale Ansichten. Und dann schreiben Sie, schreiben Sie hier an einer aufgeklärten, vielfältigen Gesellschaft, oder ohne Rassismus und Diskriminierung mitzuwirken. Das wollen Sie doch auch, oder? Was für eine Frechheit, ja? Hier ein bisschen Lesefutter, Aufgaben und Funktionen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das ist ziemlich von oben herab, diese Geschichte, ja? Und das ist, die Darstellung nach dem Motto, wenn Sie hier kritisieren, dann werden wir Sie schon mal in die Richtung von völkisch-nationalrecht einsortieren, ne? Also das ist so, was hier in dem Text insinuiert wird, also sozusagen nahegelegt wird, ja? Ja klar, natürlich. Also wir bleiben aber freundlich und sagen einfach, das ist bedauerlicher Irrtum, ist das, Dirk. Das ist einfach ein bedauerlicher Irrtum. Dass du jetzt annehmen konntest, dass die uns gleich hier in völkisch-national einsortieren und dass sie Uwe Steimler auch völkisch-national einsortieren, das ist alles ein bedauerlicher Irrtum. Mhm. Nein, kein. Doch! Oh. Ja. Okay, die sagen also, stehen dafür ein, dass sie also quasi die, also ich bin ja extra auf diesen Marktplatz der Meinung eingegangen, das heißt also, sie sagen, sie erfüllen ihre verfassungsgemäßen Aufgaben. Ja, sie haben für mich den Geruch von Gesinnungspolizei bereits mit dieser Antwort verströmt hier. Ja? Das Nein! Doch! Okay, interessant ist also, was aber dann doch sonst noch so beim NDR läuft, und zwar über Twitter gab es eine Reaktion auf Zuschaueranfragen bezüglich einer Sendung Hart aber fair, und zwar ging es da um einen Vertreter der AfD, der da eingeladen wurde, und da gab es wohl verschiedene Zuschauerreaktionen, die gesagt haben, ja, das geht ja wohl gar nicht oder umgekehrt, nicht? Und dann schreibt das Erste. Ja, es wurde, glaube ich, der Vorwurf auch, dass er sozusagen sehr mit Samthandschuhen angefasst wurde, was ich gelesen habe. Ich habe die Sendung aber nicht gesehen, ja, ich weiß es nicht. Ja, ja. Also, aber das Interessante ist also wirklich das, was das Erste hier schreibt. Die Redaktion der Talksendung bemühen sich insbesondere, AfD-Vertreterin kein Forum für ihre Zwecke zu bieten. Nein! Joch.
Je nach Thema ist es aber von Fall zu Fall nötig, AfD-Politikerinnen selbst zu Wort kommen zu lassen. Also wie jetzt? Das heißt, eine politische Strömung, die zu einem nicht unerheblichen Teil gewählt wurde, drittstärkste Partei, wenn ich mich recht entsinne, bei der letzten Bundestagswahl, oder wie war das? Das ist ohne Worte. Also ich meine, wie gesagt, ja, ich muss, glaube ich, nicht erklären, wo ich stehe. Ich prügel mich ja gerade bei dritten Jahrtausend wegen Klimawandel und Ähnlichem mit der AfD. Das hier geht gar nicht. Das ist wieder Erziehungsberechtigte legen fest, wer da zu Wort kommt und wie das einzusortieren ist, ob sie überhaupt zu Wort kommen. Und das ist nicht der Aufgabe von den Öffentlich-Rechtlichen. Ja? So funktioniert das nicht. Ja? Das ist den Öffentlich-Rechtlichen dann auch selber aufgefallen. Dann gibt es nämlich einen nachfolgenden Post. Hat dann doch jemand geschrieben, der Tweet war leider nicht mit der Redaktion von Hart aber fair abgestimmt. Dafür entschuldigen wir uns. Wir betonen, dass bei uns für alle Parteien dieselben Standards gelten. Ja, eben nicht. Das haben Sie auch gerade. Das schreibt eine Sabine Knott, Leiterin der Zuschauerredaktion für das Erste. Und das Interessante ist, ein Zuschauer, der das gleich gelesen hat und sagte, klar, das glaube ich sofort. Also ich meine, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie werden also quasi in flagranti erwischt und sagen dann im nächsten Zug, dass sie sagen, bei uns gelten nicht die gleichen Standards für alle Parteien und sagen dann, wir betonen, dass bei uns für alle Parteien dieselben Standards gelten. Sorry, Jungs, also das geht so nicht, ja. Das ist einfach, ich bin also gespannt, manchmal, ob da was kommt dazu, ja. Manchmal kommt auch ein wenig Wahres ans Licht. Und dann, also wir können davon ausgehen, dass davor ein Praktikant vielleicht das reingesetzt hat. Ja, also dass eben halt die AfD nicht gleichermaßen zu Wort kommen wie die anderen Parteien. Und jetzt stellt sich dann heraus, entspricht ja nicht dem verfassungsgemäßen Auftrag. Mhm. Und jetzt müssen sie dann zurückrudern. Aber wie gesagt... Wahrscheinlich bist du jetzt, weil du das aufgedeckt hast, völkischer Antisemit und Verschwörungstheoretiker. Ja, genau. Nein! Welt. Doch! Das machen wir jetzt als Running Gag. Okay. Okay. So, okay, dann haben wir also. Man kann es auch finden. Also ich meine, worauf beziehen wir uns? Auf ein Verfassungsgerichtsurteil. Und das findet man sogar bei der Bundeszentrale für politische Bildung, also wirklich dem, was jetzt wirklich sehr staatstragend ist und unter anderem für Schulen genutzt werden soll. Und da steht doch ganz klar zur Frage, wie der Rundfunk organisiert sein muss und ungewollte inhaltliche Einflussnahmen auszuschließen sind, stellen die Richter in Karlsruhe fest, Doppelpunkt, Anführungsstriche, jetzt kommt das Zitat. Artikel 5 Grundgesetz verlangt jedenfalls, dass dieses moderne Instrument der Meinungsbildung weder dem Staat noch einer gesellschaftlichen Gruppe ausgeliefert wird. Die Veranstalter von Rundfunkdarbietungen müssen also so organisiert werden, dass alle in Betracht kommenden Kräfte in ihren Organen Einfluss haben und im Gesamtprogramm zu Wort kommen können. Und dass für den Inhalt des Gesamtprogramms Leitgrundsätze verbindlich sind, die ein Mindestmaß von inhaltlicher Ausgewogenheit, Sachlichkeit und gegenseitiger Achtung gewährleisten. Das lässt sich nur sicherstellen, wenn diese organisatorischen und sachlichen Grundsätze durch Gesetz allgemein verbindlich gemacht werden. Mhm. Artikel 5 Grundgesetz fordert deshalb den Erlass solcher Gesetze. Das ist das sogenannte erste Rundfunkurteil und dieser Grundsatz, der hier beschrieben wird, kommt eigentlich in allen Rundfunkurteilen zum Ausdruck. Also das heißt, in den ersten 4 wird da immer wieder auf genau diese, auf genau diesen Grundsatz hingewiesen. Also man kann sich das ganz einfach, du hast den Begriff Meinungsmarkt, den habe ich ein paar Mal schon verwendet dafür in Vorträgen auch. Genau darum geht es. Man muss sich vorstellen, man ist auf dem Marktplatz in Griechenland, auf der Agora, und dann gibt es die verschiedenen Ansichten dazu. Und dieser Marktplatz, das soll, der Rundfunk soll das abbilden. Der soll also ein lebendiges Forum von Diskurs sein, damit man sich als Staatsbürger aus allen Quellen informieren kann, die Meinung hört und sich seine eigene Meinung bilden kann. Das ist die idealistische Vorstellung, die dahinter steht. Ja? Und daran werden die Öffentlich-Rechtlichen gemessen. Das gilt für die Presse, sind die Regeln anders, aber die Öffentlich-Rechtlichen wurden vom Bundesverfassungsgericht, weil der Rundfunk so eine teure und komplizierte Sache ist, dass es damals, das war 1961, es nicht möglich war, das freizugeben, weil man da nicht wissen kann, dass es wie in der Presse, damals gab es ungefähr 600 Zeitungen, eine Vielfalt gibt. Mittlerweile haben wir auch keine Vielfalt in der Presse mehr, aber das sind die Grundlagen. Das ist also nicht Privatmeinung, das ist der Auftrag. Ja? Das ist der Auftrag, deswegen wahrscheinlich auch diese leicht angepisste Reaktion von der Redaktion,
als du denen das gesagt hast, weil du hast sie daran erinnert, was sie eigentlich tun sollten und was man sich dann fragen kann, tun sie es eigentlich? Ja? Tut das überhaupt der Öffentlich-Rechtliche? Gut. Und darüber, also dafür bin ich dir auch besonders dankbar, Dirk, weil also ich hatte ja vorher schon so eine diffuse Ahnung davon, was da eigentlich laufen soll und was da nicht laufen soll. Aber seitdem ich mit dir hier im Gespräch bin, und wir machen das jetzt ja schon, das ist die 27. oder 26. Sendung heute, ne? Ja, seitdem wir das machen, weiß ich also ganz genau, worum es geht. Ne? Also das heißt, also ich lerne hier auch von dir ständig dazu. Und nochmal danke an dich. Ne? Ja. Vielleicht sollten wir wirklich mal vorlesen, was ich da damals geschrieben habe, damit es auch mal klar ist, worum es da geht. Genau. Und das war, wie gesagt, ein maximal unfreundlicher Kommentar meinerseits. Lies ihn mal vor, ich denke, das ist wirklich gut. Ja. Liebe Vertreter des öffentlichen Rundfunks, da habe ich öffentlich-rechtlich vergessen. Mhm. Liebe Redakteure der Sendung ZAP. Es ist inzwischen unerträglich geworden, wie in Ihrer Sendung übelste Meinungsmache betrieben wird. Es wäre schön, wenn Sie sich besonders im Hinblick auf den absolut indiskutablen Beitrag zu Herrn Steimle wieder auf Ihre verfassungsgemäßen Aufgaben besinnen würden. Ihre Aufgabe ist es nicht, das Publikum zu erziehen. Meinungsjournalismus kann und darf laut Verfassungsgericht in privaten Printmedien vorkommen, nicht aber im öffentlichen Rundfunk. Naja, das ist nicht ganz richtig. Okay, aber sozusagen... Ja, also ja. Ich habe es dann in einer anderen Mail nochmal präzisiert. Also es geht darum, über alles, ja, sollen alle Meinungen abgebildet werden. Ja, du kannst, es soll auch Streit geben. Es sollen auch Einzelsachen zu Wort kommen. Aber das heißt, in so einer Sendung müsste dann auch zumindest die Gegenseite, also das heißt, in dem Beitrag müsste man irgendwo die Gegenseite auch mit einbinden. Ich habe ZAP, habe ich selber leidvoll erlebt. Das war bei der Friedensfahrt 2017, also der Druschbarfahrt, ja, wo ich mit dabei war. Da habe ich einen Artikel geschrieben. Ich habe sie als die Azovschen Brigaden der ARD bezeichnet, weil dieser Beitrag war unglaublich. Sie haben zum Beispiel eine Stunde den Rainer Rothfuss interviewt, um ihm irgendwo etwas zu entlocken, was sie dann drehen, ja, und twisten und gegen ihn in Stellung bringen können. Ja? Und das ist also, ja, Standard bei denen. Also, das ist nicht in Ordnung. Also, ja. Generelle Aufgabe von Journalisten ist es, wahrheitsgemäß zu berichten. Man kann natürlich auf einer bestimmten Datenlage zu anderen Schlüssen kommen. Aber erstmal muss die Datenlage wahrheitsgemäß dargestellt werden. Und noch nicht mal das tun sie hier in diesem Beitrag und haben sie auch bei dir damals nicht gemacht. Mhm. Und wir werden sehen, dass also auch diese Sendung mitnichten neutral gehalten ist. Und ja, also es ist leider Propaganda, müssen wir sagen. Okay, ich mach mal weiter. Mhm. Es wäre schön, wenn Sie sich im Besonderen, Ihre Aufgabe ist es nicht, das Publikum zu erziehen. Meinungsjournalismus kann und darf laut Verfassungsgericht in privaten Printmedien vorkommen, nicht aber im öffentlichen Rundfunk. Ein Beirat soll darüber wachen, macht er aber offensichtlich nicht. Insofern ist auch die Äußerung Ihrer Redakteurin Anja Reschke verfassungswidrig, wenn sie suggeriert, dass der Journalist eine Erziehungsaufgabe auch im öffentlichen Rundfunk habe. Mhm, hat er nicht. Mhm, genau. Ja. So, Sie sollen einen Marktplatz der Meinung herstellen und das heißt, dass Sie auch unkommentiert Meinungen zu Wort kommen lassen, die ganz links und ganz rechts im politischen Spektrum stehen. Und genau das machen Sie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Sie schließen Meinungen aus dem rechten politischen Spektrum vom Meinungsdiskurs systematisch aus. Ich würde auch sagen, das ist so. Okay. Ja, das ist so im Rundfunkstaatsvertrag und in den Verfassungsgerichtsurteilen nicht vorgesehen. Damit verlieren Sie Ihre Legitimation und die Berechtigung, GEZ bzw. die neue Orwellsche Haushaltsabgabe einzuziehen. Wenn ich kurz mal noch mal reingehen darf. Also das heißt, ja, der Vorwurf, der zu machen ist, ist nicht, dass keine Meinung vorkommen dürfen, sondern dass dieser Disput, dieser Diskurs abgebildet werden soll. Ich glaube, die besten Thesen dazu, genau, hat der Professor Mausfeld, der von der Verengung des Debattenraums gesprochen hat. Das heißt, die Öffentlich-Rechtlichen gerieren sich als Hüter dessen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, und unternehmen nicht, sehen es nicht als ihre Aufgabe an, dass diese Ansichten, also das heißt, es ist so wie so Meinung und Tatsachen, das ist so eine gute Güte, ja, man sortiert die Tatsachen auch so, wie man, welcher Meinung man ist, aber das sollte, ein Streitgespräch sollte möglich sein, so wie man eine Doktorarbeit verteidigt, ja, so heißt der Ausdruck ja sogar, so kam das früher, wurde also in der Universität dagegen gesprochen, das ist das, was stattfinden sollte, und man kann sagen, das haben wir eben gelesen, ja, es gibt eine Neigung dazu, bestimmte grundpolitische Ansichten, also das heißt CDU, SPD, FDP, Grüne, die kommen vor, die Linken kommen auch noch vor, was links von den Linken oder sozusagen anders ist, kommt nicht vor, und die AfD ist quasi als Schmuddelkinder ausgeschlossen, ja, was nicht Aufgabe des Rundfunks ist, ja. Genau. Also wir können auch sagen, zum Beispiel Ken Jebsen machte eine sehr, sehr gute Aufgabe. Ich weiß, dass er zum Beispiel jetzt hier diesen
Wen hat er denn interviewt zuletzt? Den Wisniewski. Den Gerd Wisniewski. Und wir wissen, dass also gerade bei einigen Themen ist er nicht der gleichen Meinung wie er. Nee. Und das war auch schon bei Udo Ulfkotte so. Mhm. Aber er lässt die Leute zu Wort kommen und sie können ihre Meinung dort ungestört ausbreiten. Es wird nicht von Ken Jebsen auskommentiert. Und das macht er gerade in dieser Sendung im Gespräch sehr, sehr gut. Obwohl er, wie wir bei dir wissen, sehr meinungsstark ist. Ja. Mhm. Und da hält er sich vollkommen zurück. Er macht öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sagen wir es mal so. Das ist ja die Idee, genau, was die Sendung im Gespräch, also KenFM im Gespräch, ist klassische öffentlich-rechtliche Aufgabe, die er auch gut absolviert. Und wenn man diese Bibliothek oder Videothek der Gespräche von ihm nimmt, dann hat man mittlerweile ein hochinteressantes Feld, wenn man etwas wissen will, weil es auch möglich ist, in diesen langen Gesprächen einen Gedankengang mal auszuformulieren und komplexe Sachverhalte darzustellen. Das ist eigentlich Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen, aber die bewerfen ihn nur mit Dreck dafür, dass es tut. Ja. Genau. Und hier sehen wir also, es wird genau das gemacht. Uwe Steimle kommt nicht vollständig zu Wort und wir werden gleich zeigen im Detail, dass sie seine Sätze aus dem Zusammenhang herausreißen. Sie schneiden etwas zusammen, was eine irgendwie gerechtsgeartete Gesinnung insinuiert, ja, die aber nicht vorhanden ist. Das heißt, sie manipulieren. Nochmal, Steimle dürfte ja irgendwie sozusagen wertkonservativ, rechtskonservativ sein. Das ist verdammt nochmal nicht verboten, ja. Nur das richtig, Absurde aber was ist, sie nicht er dürfen, ist es noch ist nicht auf einer, ja. Genau. Ja. Das Absurde ist, sie haben eine nicht vorhandene Datenbasis, in die sie etwas hineininterpretieren, was nicht da ist. Mhm. Und das machen sie absichtlich. Das ist zur Diskreditierung, ja. Also das heißt, ja, wer das von Ihnen den Stempel bekommen hat, AfD, Pegida, ja, das ist ja ungefähr das, um was es geht, der kann aussortiert werden. Und das ist offenbar der Zweck. Das heißt, diese Redaktion ZAP möchte als inquisitorische Richter auftreten können, die mit daran wirken, wer in diesem Meinungsspektrum in Zukunft nochmal zu Wort kommen kann. Und da Steinle nicht unerheblich ist, sind sie genau daran beschäftigt, ja. Da hast du mir jetzt schon genau das Wort gegeben. Ich mache mal meine E-Mail zu Ende da. Ja. Und wenn Uwe Steinmetz zu Recht anprangert, dass der ÖR Meinung zensiert, die Medien wie auch die Politik eine schwere transatlantische, kriegstreiberische und antirussische Schlagseite haben, dann fällt ihnen nichts Besseres ein, als unter anderem mit diesem Beitrag systematisch daran zu arbeiten, Steimle aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu entfernen. Ja. Abgesehen davon, dass genau dies Beratungsresistenz und vollkommen antidemokratisches und asoziales Verhalten ihrerseits offenbart, zeigt es auch eins. Steimle hat vollkommen recht. Mhm. Quod erat demonstrandum, wie zu beweisen war. Nicht Steimle, sondern Sie sollten schleunigst aus dem ÖR entfernt werden, denn Sie vergiften den demokratischen Diskurs durch einen Wald aus Denkverbotsschildern. Mit freundlichen Grüßen, Markus Fiedler. Mhm. Ja, da, waren Sie dann doch einigermaßen... kam die Reaktion, ja, okay. Also, ja, okay. Ja. Also man kann sehen, darauf haben Sie dann doch geantwortet. Das Interessante ist, wie gesagt... was eigentlich in dem Beitrag denn vorkam. Und wir sehen halt, dass Steimle da zu Wort kommt, unter anderem auch mit einem Antwortschreiben von Uwe Steimle. Mhm. Also, Uwe Steimle hat dem ZAP-Magazin kein Interview gegeben, wohlwissend wahrscheinlich, was das für eine Nummer wird. Aber er hat ein Antwortschreiben an die geschickt. Und dieses Antwortschreiben wird in der Sendung vorgestellt. Also werde ich ihn auf jeden Fall fragen in dem Interview, denn es ist ja wichtig, ob Steimle kein Vertrauen hat, dass er innerhalb der ARD fair behandelt wird, was ja auch schon mal eine ganz interessante Frage ist. Ja. Genau. Also es gibt dieses Antwortschreiben und das Antwortschreiben ist online gestellt worden auf den Seiten des NDRs am 26.06.2019 um 17.17 Uhr. Und der Hauptartikel zu dem Beitrag vom NDR ZAP-Magazin, der ist zum selben Zeitpunkt um 17.17 Uhr am 26.06.2019 online gestellt worden. Also gleichzeitig. Mhm. Und das Interessante ist, dass das Antwortschreiben von Steimle nur in einer ganz kleinen Zeile, Steimles komplettes Antwortschreiben, verlinkt ist. Wenn man nicht über Google guckt und genau weiß, wonach man sucht, wird es ziemlich schwierig, genau dieses Antwortschreiben zu finden. Mhm. Und interessant ist auch, dass die Sendung vom ZAP-Magazin dieses Antwortschreiben beinhaltete. Das heißt, die haben immer wieder Fotografien gezeigt und aus den Antwortschreiben dann halt Ausschnitte gezeigt. Mhm. Das heißt, es lag bei Sendungserstellung, lag dieses Antwortschreiben bereits vor. Mhm. Jetzt sehe ich aber, dass Zuschauer, die jetzt nur den Beitrag sehen, der übrigens erst um 23 Uhr kam oder 23 Uhr ein paar zerquetschte an dem Abend,
desselben Tages, die haben keine Chance zu wissen, dass es dieses Antwortschreiben auch komplett einzusehen gibt. Da müssen sie schon ins Internet gehen und das selbstständig und eigeninitiativ suchen, weil in der Sendung vom ZAP-Magazin kam kein Hinweis darauf, dass es dieses Antwortschreiben gibt, nur online. Ja, das hätte man auch in der Moderation zum Beispiel sagen können, ne? Hätte man machen können. Mhm. Genau. Das Antwortschreiben ist übrigens auch auf der Webseite von Steimle selbst zu finden. Ja? Also das, aber das ist ganz richtig, was du sagst. Also das heißt, wenn der Schreiben reinkommt, es wäre ein Gebot des Anstandes im Diskurs, dass man darauf hinweist. Ja? Aber es wird ja leider noch schlimmer, wie wir gefunden haben. Ja? Mach mal. So, Dirk, rate mal, was jetzt kommt. Jetzt kommt ein Ausschnitt aus der Sendung vom ZAP-Magazin. Okay. Gut, jetzt musst dann du sagen, bin ich jetzt zufrieden. Nein, das kann ich nicht machen. Doch. Okay, und zwar, es gibt ein Filmzitat ab Minute 5:53. Bitte schön, Film ab. Okay. Steimles jüngste Störung. Pfingsten posiert er mit einem AfD-nahen CDU-Stadtrat für ein Foto. Steimle im selbstentworfenen T-Shirt. Kraft durch Freunde in Frakturschrift. Eine Abwandlung des NS-Slogans Kraft durch Freude. Zapp gegenüber bezeichnet Steimle das Foto nun als Fehler. Er habe aus einem belasteten Spruch etwas Neues, Positives schaffen wollen. Ist das gelungen? So, das Zapp-Magazin sagt also, Zapp gegenüber bezeichnet Steimle nun das Foto als Fehler. Zitat Ende. Also gemeint sein kann nur der Brief von Uwe Steimle an das Zapp-Magazin, weil ein anderes Dokument oder ein anderes Interview gibt es ja nicht von ihm. Und darin gibt es überhaupt keinen Hinweis darauf, dass er das als Fehler bezeichnet. Ganz im Gegenteil, er begründet es gut. Wir gucken uns das mal an. Und zwar, mal hochrollen. Und zwar sagt er, nun eine Erklärung als Mensch, wenn der Satiriker nicht verstanden wird. Mein Anliegen war, aus einem belasteten Spruch, es geht hier also um den Spruch, was war das? Kraft durch Freunde, ja. Also, mein Anliegen war, aus einem belasteten Spruch etwas Neues, Positives zu schaffen. Rechte Sprüche wollte ich aufbrechen. Durch die Hinzunahme nur eines Buchstabens erziele ich eine völlig neue Aussage. Rechte Gesinnungen lehne ich ab. Wenn man es genau nimmt, wollte ich aus einem rechten Spruch einen linken machen. Brückenbauer wollte ich sein, nicht Sprengpionier. Mhm. Genau, so ist auch Steimle. Also ich meine, ich habe das ja auch schon direkt erlebt. Das ist jemand, der schlägt dann vor, dass man sich zusammensetzt und erstmal ein Bier trinkt zusammen und das in Ruhe beredet. Das ist niemand, der fängt dich gleich mit juristischen Auseinandersetzungen. Also er hat so eine, wie soll ich das sagen, eingebauten runden Tisch. Ja, also das ist ungeheuer sympathisch, finde ich. Ja? Okay. Okay, also das, was das ZAP-Magazin hier gemacht hat, sie hat etwas in die Quelle hinein ja, in aller Vorsicht. Also in dem Brief steht es nicht. Wir müssten jetzt sicherstellen, dass das nicht irgendwo anders, werde ich ihn auch fragen. Ich werde ihn fragen im Interview, ob das, also entweder in dem Brief steht es nicht, entweder ist es jetzt bösartig oder es gibt einen Teil, ein Schriftstück, das wir nicht kennen, das von Steimle an Zapp geschickt würde. Müssen wir klären? Also ja? wir müssen nur dazu sagen, der Beitrag ist so geschnitten, es wird einzig und allein auf dieses Dokument also referenziert. Mhm. Es kein anderes Dokument davon ist in dem gesamten Beitrag keine Rede. Mhm. Es kann sich nur nach meinem Dafürhalten um dieses Dokument handeln. Und wenn das so sein sollte, ja, sind wir mal ganz vorsichtig, wenn es jetzt um dieses Dokument geht, dann ist das Quellenfiktion, dieses Zapp-Magazin. Dann ist das gefälscht, ja. Ist das gefälscht? Ja, dann ist das eine... Also fragen wir nach. Also im wissenschaftlichen Bereich, sagen wir mal, ein sehr bedauerlicher Irrtum. Das ist jetzt aber sehr höflich ausgedrückt, ja. Also das werden wir unbedingt deswegen klären im direkten Gespräch mit Steimle, ob es da etwas gibt. Ansonsten sollte man sich mit den Leuten vom ZAP-Magazin nochmal genau beschäftigen. Und die werde ich dann auch abfragen, wenn das Steimle sagt. Ja, die werden ja auch nicht antworten, haben sie mir auch mir nicht. Egal, also, mir egal, was die machen. Dann Uwe Steimle hat nicht Rückgriff nehmen wollen auf die NS-Bedeutung von Kraft durch Freude, sondern er hat das ironisch gebrochen. Also er hat sowas, ich weiß ich, wenn jemand sagt, das ist mir ein innerer Reichsparteitag, ja, das hatten wir gerade beim dritten Jahrtausend, verbessert
verbessert Robert Fleischer und dann schreibt Matthias Bröckers zurück, na gut, es ist mein inneres Laubhüttenfest. Ja? Also das ist so diese sozusagen die Konnotation, die da drin steckt. Aber er hat es ja dezidiert und vor allen Dingen, es gibt dafür genügend Beispiele. Wenn ich gerade Matthias Bröckers sage, es gibt ein Buch von seinem alten Freund Gerhard Seyfried, also dem Zeichner, Karikaturisten. Das heißt übrigens auch Kraft durch Freunde, genau das Gleiche. Ja? Aber es gibt ja noch mehr. Ne? Genau. Genau. Und es gibt noch mehr und das habe ich hier auch mal ein Beispiel und zwar geht es um den Werner Fink, der damals selber im KZ gelandet ist während der Nazizeit und der hat zum Beispiel eine Langspielplatte 1976 rausgebracht, Kraft durch Freunde. Mhm. Also offensichtlich ist diese satirische, satirische um die Ecke denken von diesem Spruch überhaupt kein Problem und wir haben doch noch ganz andere Sachen gehabt, wo die Nazis aufs Korn genommen wurden. Entschuldigung, das ist eindeutig, dass Steimle hier keine Nazi-Propaganda betreibt, sondern er nimmt es aufs Korn. Werner Fink ist genau, wenn das jemand kennt, also es gibt zum Beispiel der Klassiker, der übrigens dann dazu geführt hat, dass sein Kabarett abgeräumt wurde. Das war, wo jemand zum Schneider geht und dann sich eine Jacke anpassen lässt und dann hat er jeder Satz in dieser Anpass-Session mit dem Kunden hat einen Bezug auf die Politik. Also er führt den Arm mit einer Faust hoch, also kommunistische Geste, dann macht er das raus und der misst ab und sagt, Ärmel 14, 18, ja. Also das Ding ist, Werner Fink ist jemand, der sehr geschickt, sehr wirklich klasse, genau an der Grenze dessen war, was noch ging und die dann übertreten hat. Also das ist eigentlich ein guter Vergleich mit Steimle, wenn er die Sachen sagt mit den Amerikanern und israelischen Nahostkriegen, die wir zu bezahlen haben. Da ist er genau auf so einer Sache und es ist eigentlich interessant, dass ihm das jetzt vorgeworfen wird. Ja? Also, dass der Angriff auf ihn aus dieser Richtung kommt. Es geht also eigentlich, jetzt sag ich mal bösartig, da stehe ich aber dazu, dass es wie die Staatsauffassung im Dritten Reich, die nicht verletzt werden durfte. Und wer das tut, der ist halt damals abtransportiert worden oder musste fliehen, wie Werner Flink. Also er ist auch direkt ins KZ ja gekommen. Das waren auch Konzentrationslager, ist noch keine Vernichtungslager, ja, also wo Leute misshandelt und gebrochen wurden. Aber er hat genau damit hat er die ganze Zeit gespielt. Und das kann man sich heute noch, die Sachen von ihm sind klasse, die kann man sich heute noch anhören und das schlägt Funken, ja. Also guter Bezug von Steimle. Ja? Also nur weil du es jetzt schon zum zigten Mal erwähnst, wir müssen ja auch noch mal das kommentieren, weil wir haben es ja schon letztes Jahr kommentiert, diese Geschichte von Israel und Amerika zetteln Kriege an. Es ist immer gedacht, und das ist eindeutig im Kontext, es geht um die Regierung, um den Militärapparat, jedes Mal, sowohl von Amerika als auch von Israel. Wer zettelt den Krieg an? Und daraus eine antisemitische Äußerung zu machen, bedeutet, man nimmt das israelische, also die ganze israelische Bevölkerung in Geiselhaft und behauptet schlechterdings, dass die genau das befürworten würden. Ach, das ist doch ich noch, gehe davon noch, aus, das tun sie nicht. Nochmal, ich finde das noch heftiger, weil was gemacht wird von diesen Leuten ist, dass sie im Grunde genommen der israelischen Machtpolitik einen Persilschein umhängen. Das heißt, wer irgendwo es wagt, sich dagegen zu äußern, wird von diesen Leuten in die Mangel genommen. Ja? Und das ist ihre politische Kampfaufgabe, die sie erfüllen, im Fernsehen, in Wikipedia und sonst was. Das heißt, wer es wagt, die israelische Außenpolitik oder die amerikanische Außenpolitik zu kritisieren, der wird von den Antideutschen belegt mit diesem Begriff Antisemit und wird versucht, aus dem öffentlichen Diskurs zu entfernen und seine Existenz zu vernichten. Ja? Und irgendwo möchte ich mal, dass damit Schluss ist und diese Leute zur Verantwortung gezogen werden. Ja, ja genau. Also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, wir reden von ein paar Psychopathen im Militär, in den Regierungsteilen von Israel. Ja, das sind wenige Leute. Und dann zu behaupten, Antisemitismus bezieht sich ja immer auf die gesamte Gruppe, ja, also auf die gesamte israelische Bevölkerung, das ist ein Unding. Das hat Steimle nicht behauptet und wird auch niemand anders behaupten, dass man einfach sagen würde, es wäre quasi im israelischen Sinne Kriege zu führen. Blödsinn. Das ist die Regierung und es ist der Militärapparat, aber eben nicht die gesamte Bevölkerung. Ja, und dann, wie du schon sagst, also wir haben hier anscheinend einen Hinweis darauf, dass wir hier bei der Dame, die diesen Beitrag erstellt hat für das ZAP-Magazin, dass wir da antideutsche Anklänge haben, wollen wir es so formulieren? Oder wie nennen wir das? Transatlantifa-Anklänge, ja?
Naja, das ist diese, ich meine, es ist immer wieder die Machtstellung. Das heißt, sie versuchen dafür zu sorgen und sie schaffen es leider auch viel zu oft, dass Leute, sie markieren Leute, schießen sie raus und beweisen damit, welche Macht sie haben, sodass sie Angst und Schrecken verbreiten können und sich jemand nicht traut, gegen sie zum Beispiel zu agieren. Das heißt, wir können jetzt wieder damit rechnen, wenn wir darauf hinweisen, was die dort machen, dann werden wir in genau dieses Lager von denen gerückt, ja? Also von Leuten, oh ja. die einen schweren Mangel, ja, im demokratischen Bewusstsein und ein Vergehen gegen ihre Grundlagen, die sie als öffentlich-rechtliche Journalisten oder überhaupt als Journalisten haben sollten. Ja. Deswegen, ich möchte, dass diese Leute endlich mal zur Verantwortung für das gezogen werden, was sie die ganze Zeit aufführen. Das sind für mich keine Kollegen. Ich kann auf sie wunderbar verzichten. Die Welt ohne sie als Journalisten wäre eine bessere. Ich finde, die könnten im Gartenbau tätig sein, ja, oder beim Schraubenzählen. Die müssen nicht unbedingt im Fernsehen Beiträge machen. Nein. Doch. Okay, kommen wir zurück zum Beitrag vom ZAP-Magazin. Was ja ganz nett war, Sie haben dann doch mal die Quellen angegeben, was ja immer selten der Fall ist beim Öffentlich-Rechtlichen, aber das tun Sie dieses Mal. Und da gibt es also einen Beitrag vom Kanzleramt, VTD, vom MDR vom 22.11.2015. Und den kann man finden, diesen Beitrag. Schauen wir uns doch erstmal an, was Sie da Steimle in den Mund gelegt haben. Hier, Original ZAP-Magazin. Mhm. Film ab. Und dann mache ich noch meine Haltung dazu. Also erkennbar sind wir schon, wofür und wogegen. Doch das Wofür und Wogegen ist mittlerweile ein anderes. Mit dem Aufkommen von Pegida und AfD hat sich die Stimmung gedreht. Und auch Günther Zieschong hat sich verändert. Ist das nicht Wahnsinn, was hier alles herrammelt? Manche reden ja schon von einer Völkerwanderung. Ich will da auch nicht zu die. Ich verstehe das nicht. Ich sage immer, wenn ich einen Ausländer sehen will, fahre ich dorthin. Ja? Früher nannte man sowas Urlaub. Ganz einfach. So, dann haben wir also das Filmzitat ab Minute 3. Und da sehen wir also, was Sie gerade gesagt haben. Also der wird also eingeleitet mit den Bildern von Pegida. Also schon mal dieses Klammern mit Pegida. Das ist, ne? Propaganda. Das ist schon wieder das ist Propaganda, eine ganz typische, ja? Ja, ganz das typische kann ich, Propagandatechnik. Das mache ich Kinderpornografie mit ZAP, ja, und sage dann dubiose Methoden im öffentlichen rechtlichen Rundfunk. Das ist die gleiche Gütekategorie. Ja, ja, genau. Und da sagen sie also, mit dem Aufkommen von Pegida und AfD hat sich die Stimmung gedreht. Und auch Günther Zieschaum hat sich verändert. Mhm. So, und dann kommt das aus dem Zusammenhang gerissene Zitat von ihm. Mhm. Ja, also da geht es darum, ne, also mit dem Urlaub, was wir gerade gehört haben. Mhm. Ne, also so mit den Ausländern. Also man müsste jetzt denken, oder also dieser Günther Zieschaum, / Uwe Steimle, die haben was gegen Ausländer. Mhm. Und das ist bei Minute 5, also bei 5 Minuten und 40 Sekunden zu Ende vom Beitrag. Also von dem Beitrag, den damals der Uwe Steimle gemacht hat, also von dem Satirebeitrag. Aber im selben Satirebeitrag findet sich bei Minute 6,28, also noch nicht mal eine Minute später, folgendes Zitat. Und das lassen wir uns jetzt auch mal hier anhören. Mhm. Film ab. Dass wir uns richtig verstehen. Nicht, dass Sie aufs falsche Gleis geraten, um Gottes Willen. Die Flüchtlinge sind nicht unser Problem. Unser Weg muss sein, der Fisch beginnt vom Kopf her zu stinken. Jawohl, nicht, jawohl. Wir müssen zum Reichstag, den Reichstag umstellen und Gabriel aushungern. Ja, ich meine, gut, das dauert eine Weile. Nur, dass wir uns nicht falsch verstehen richtig verstehen und Sie nicht aufs falsche Gleis geraten, um Gottes Willen. Die Flüchtlinge sind nicht unser Problem. Der Fisch beginnt vom Kopf her zu stinken. Wir müssen zum Reichstag den Reichstag umstellen und Gabriel aushungern. Klammer auf, das ist also der damalige Außenminister, Klammer zu. Jetzt ist ja die Frage, dieses ZAP-Magazin hat ja offensichtlich sehr viele alte Beiträge von Steimle gesichtet, um da irgendwas zu finden, was man gegen ihn verwenden kann. Jetzt frage ich mich natürlich, haben die sich nur bis Minute 5,40 das Ganze angeguckt und sind die nicht mehr bis Minute 6,28 gegangen? Nein, natürlich nicht. Hier ist mit sozusagen, es ist doch vollkommen klar. Also hier wird, das ist jetzt das Durchforsten. Es ist ein
ein politischer Kampfbeitrag, ja, der den Zweck hat, Steimle so weit zu diskreditieren, dass der MDR sich überlegen soll, ihn aus dem Programm zu entfernen. Das ist der Zweck dieser Sache. Das ist kein Journalismus. Das ist politischer Aktivismus der antideutschen Richtung. Und die haben zur Verfügung den NDR und ihr Magazin, um die Sache rauszupumpen. Das ist die Geschichte. Und wenn man das sozusagen rausschneidet, ja, also das heißt, diese Figur, ja, Steinbe spielt ja immer mit seinen Sachen damit, quasi Volkes Stimme in irgendeiner Weise wiederzugeben, ja, aber er ist garantiert kein Hetzer oder keiner, der aufstachelt zu irgendwelchen fremdenfeindlichen Sachen, oder es ist einfach absurd, ja. Also Steimle ist sozusagen ein Mensch, der immer in diesem menschlichen Bereich argumentiert, ja, und sozusagen integriert. Und das ist halt klassisch, ich finde, das ist eine gute Tradition der DDR, eben diese Leute, lass uns mal zusammensetzen und reden, ja, eben runder Tisch, was ich gesagt habe. Wenn man das mit Absicht rausnimmt, dann ist das eine unfaire Methode. Das ist der Versuch, jemand etwas anzuhängen. Es ist kein Journalismus. Ja? Nein. Doch. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, was war denn vor dem Beitrag, den jetzt das Zap-Magazin von Steimle da reingeschnitten hat, nämlich das, also der Satz mit den Flüchtlingen. Mhm. Was hat denn Steimle in seinem Satirebeitrag davor gesagt? Und bei Minute 4:20 sagt er Folgendes. 4 Jahre dauert das nur schon mit IS. Hä? Ist das nicht vor IS? Internationale Schuldenkrise. Und mittlerweile hat man ja den Eindruck, es ist nicht bloß das Geld auf der Flucht. Hä? Ist das nicht Wahnsinn, was hier alles herrammelt? Manche reden ja schon von einer Völkerwanderung. Also, da kann ich Sie ein bisschen beruhigen. Die letzte Völkerwanderung, die dauerte 400 Jahre, bis der letzte hier war. Ja? Also, so gesehen ist das hier erst der Anfang vom Ende. Ne? Und am Ende musst du dich ja fragen, wenn das hier so weitergeht, Leute, wofür hat Deutschland 2 Kriege geführt, wenn sie nun doch alle kommen? Und alle, das dauert eine Weile. Ja. Ja. Früher konnten wir noch die Weltkriege alleine führen, jetzt müssen wir bei den Amis betteln, dass wir mitmachen dürfen. Da haben Sie schon recht. Da haben Sie recht. Ja. So, also jetzt schon wieder der Bezug auf den IS und auf den Syrienkrieg. Mhm. Früher konnten wir noch die Weltkriege alleine führen, jetzt müssen wir bei den Amis betteln, damit wir da mitmachen dürfen. Ja. Auch das ist Chapeau. Eindeutig, das ich meine, sozusagen, das sind doch keine politischen Reden, das ist Satire, ja. Also der, wie gesagt, ja. er ist da sozusagen auf der Grenze unterwegs, aber das erklärt sich selber, ja, für jeden, der ein Denkorgan zwischen den Ohren hat, ja. Das ist okay, ja. Werner Fink, also das ist Werner Fink. Ja? Ja, klar. Also es gibt noch viel mehr Beiträge. Steimler hat noch einen anderen Beitrag gemacht und den ich auch sehr, sehr gut finde. Das ist aus einem Und übrigens das Publikum, man muss sich mal die Reaktion angucken, also zum Beispiel bei den Mitternachtsspitzen oder sowas, als Steimle aufgetreten, ja. er trifft ja den Nerv, das ist das. Ja, ja, genau. die springen da fast von den Plätzen auf. Da, ne? Also genau, Mitternachtsspitzen ist das Stichwort, es gibt einen anderen Satirebeitrag, der jetzt nicht Kanzleramt VTD ist, sondern bei den Mitternachtsspitzen tritt Uwe Steimle als er selbst auf, sogar gleich am Anfang in Russisch vorgestellt. Und da sagt er bei Minute 1:09 Folgendes. Und was machen Ihre amerikanischen Freunde? Auf deutschem Boden werden die Atomwaffen modernisiert. Leute, geht's noch? Atomwaffen modernisieren, das klingt wie schöner sterben. Ernsthaft, mir vergeht jeden Tag ein bisschen mehr das Lachen hier. Und es gibt Leute in diesem Land, die reden schon wieder vom totalen Krieg. Ich denke mir das nicht aus, Poroschenko und Genossen. Konsorten, natürlich, vom totalen Krieg. Wenn wir Deutschen irgendwas begriffen haben, dann ist es doch das. Und wenn wir noch 100 Jahre den Kitt aus den Fenstern fressen müssten, aber nie wieder Krieg. Und uns geht das Wort schon wieder über die Lippen. Es ist Wahnsinn, was hier passiert. Und ich sage Ihnen eins, es gab Zeiten, Landsleute, da wurde man wenigstens noch gefragt, ob man den totalen Krieg überhaupt will. Ja? Und was machen die... Ja, Entschuldigung. Was machen die Amerikaner? Sie liefern Verteidigungswaffen in die Ukraine. Hallo? Verteidigungswaffen? Das sind wahrscheinlich Panzer, die rückwärts schießen, oder was?
Und es gibt Leute in diesem Land, die reden schon wieder vom totalen Krieg. Ich denke mir das nicht aus. Mhm. So, und alles weiter, was er sagt, es ist ja Wahnsinn, was hier passiert, ne? Und ja, d'accord. Ja, also kann ich sozusagen mit vollem Herzen 100% zustimmen. Ja, okay. Ja, also ein Zitat, was eindeutig darauf hinausläuft, dass wir sehen, Steimle ist friedensbewegt. Er möchte Frieden haben und ist auch für Völkerverständigung. Und gerade wenn es halt um das Thema Russland und Europa geht. Klar. Ja, also jetzt fragen wir uns natürlich, wieso hat das ZAP-Magazin das dummerweise übersehen, die ganze Geschichte? Ja. Tja, ne, da fällt mir keine gute Antwort zu ein. Vielleicht sollten wir das ZAP-Magazin mal fragen. Ja, also. Ja, und im selben Beitrag, da kommt halt der besagte Satz, den wir schon mal jetzt 100-mal erwähnt haben. Film ab. Wir sind hier in unmittelbarer Nähe vom Dom. Steht nicht geschrieben, wer Wind sät, wird Sturm ernten? Und wer Flüchtlingsströme produziert, der hat Krieg gesät. Ja, und was hier, Moment. Manchmal denke ich, ich bin im falschen Film. Wieso bezahlen wir von unseren Steuern Waffen, mit denen wir fremden Kulturen die Heimat wegbomben? Wieso werden die Kosten für Flüchtlingsheime nicht direkt bei Heckler und Koch abgezogen? Ja, freilich. Und wieso zetteln die Amerikaner und Israelis die Kriege an und wir dürfen als Deutsche die Scheiße bezahlen? Was passiert hier? Wo ist der Aufstand der Anständigen? Was passiert hier? Wissen Sie, was das Schlimmste ist? Viele Menschen können sich heute eher einen Kapitalismus ohne Welt vorstellen, als eine Welt ohne Kapitalismus. Okay, also ab Minute 43 sagt er doch, steht nicht geschrieben, wer Wind sät, wird Sturm ernten und wer Flüchtlingsströme produziert, der hat Krieg gesät. Genau. Eindeutig, es geht nicht um die Flüchtlinge, es geht um den Krieg, der dahinter steht. Mhm. Wir sind diejenigen, die ernten, also haben wir auch den Krieg gesät. Das ist also ganz klar, wen er da abzielt. Und abschließend der Satz, der jetzt schon so zigmal zitiert wurde, Zitat Uwe Steimle: Und wieso zetteln die Israelis und Amerikaner die Kriege an und wir dürfen die Scheiße bezahlen? Mhm. Was passiert hier? Wo ist der Aufstand der Anständigen? Ja. Gerufen. Ganz klarer Fall, das ist keine antisemitische Äußerung, das ist auch keine volksverhetzende Äußerung, das ist eine zutiefst friedensbewegte Äußerung. Jenseits von diskussionswürdig, ob man das in irgendeine sozusagen bedenkliche Ecke rückt. Ja? Bullshit, ja. Das ist einfach eine Unverschämtheit, ja. Die aber diese Leute zum Beispiel in ZAP-NDR sich die konstant leisten können. Sie kommen ja damit durch. Ja? Sie erzielen sogar Wirkung. Sie erzielen sogar, dass andere Zeitungen darüber berichten. Das ist eigentlich die Unglaublichkeit, die da drin steckt. Ja? Nicht das, was Steimle sagt, sondern was diese Leute sich konstant leisten können, wie sie agieren können, wie sie als politische Kampftruppe auftreten können. Ja? Also jetzt müsste ich wieder sagen, nein doch. Wir haben ja also eine politische Kampfgruppe in den öffentlich-rechtlichen Medien den Zeitungen, wie zum Beispiel im Tagesspiegel, haben wir jetzt ja gerade festgestellt. Also ein Pro-Israel. Es ist ein Netzwerk, ja. Es ist sozusagen nicht eine Sache. Ihr müsst auch zu sagen, das sind nicht die öffentlich-rechtlichen Medien. Es ist eine. Einzelne Leute da drin, jetzt auch wieder nicht dort, die Pauschalisierung machen. Da gibt es ganz verschiedene Leute, die aktiv sind. Aber das hier ist ein Netzwerk, was nicht nur in den öffentlich-rechtlichen Medien existiert. Es existiert auch in der Springer-Presse beispielsweise oder in anderen Tageszeitungen. Die Leute haben überall ziemliche Karrieren hingelegt. Übrigens interessanterweise, obwohl sie sich als Linke gerieren, meistens in solchen konservativen Blättern mit Anknüpfung an die Transatlantifa. Die Leute wissen schon genau, wo sie hingehören. Sind die Leute, die über Querfront reden. Ja? Hier haben wir die Querfront-Springer, Teile der Linken. Ja? Eine ganz merkwürdige, ganz merkwürdige Verbindung. Ja? Also wir haben Leute, die von sich denken, dass sie links sind oder von sich behaupten, sie wären links, aber in Wirklichkeit rechte Themen nach vorne bringen. Neokons, USA, Kriegstreiberei. Also wir haben hier eine Lobby
für den militärischen Apparat von Israel, und das ist ja eigentlich auch der Regierungsapparat, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ja. Du hattest mal angesprochen, alle Präsidenten Israels waren vorher irgendwie im Militär aktiv, oder wie war das? Das ist durchgehend. Also das heißt, zum Teil, was weiß ich, Rabin, Generalstabschef, ja, Ehud Barak, höchst dekorierter Soldat der Israelis, Shimon Peres war jetzt sozusagen der Mann, der die ganze Militär-Nuklearwaffe vorangebracht hat, wie heißt der von der Stern-Gang, Yitzhak Shamir. Der war in der Ermordung des UN-Sondergesandten Graf, wie heißt er jetzt? Hilf mir, Markus. Ein Schwede. War er beteiligt, ja. Also unglaublich eigentlich. Menachem Begin war an der Sprengung des King David Hotels beteiligt. Also wenn man danach geht, das sind alles Leute, die ihre Entschlossenheit für die israelische Sache durch Blut bewiesen haben und beweisen mussten. Ja. Aber das ist ja nicht nur Israel. Es geht darum, dass es gibt ein gemeinsames Interesse der Außenpolitik zwischen den Amerikanern und den Israelis und neuerdings auch noch die Saudis mit da dran. Und ja, diese Position wird unterstützt. Das ist eine politische Position. Sorry, das hat auch das ist keine Aufgabe eines Journalisten, so eine Position zu unterstützen. Es sei denn, er hat einen Meinungsbeitrag und deklariert ihn als das. Aber hier wird durch den Versuch des Abschießens von Steimle wird über Bande gearbeitet. Und herbeiführen will, ist, dass man zeigt, wer sich mit uns anlegt, ja, der kann seinen Job verlieren. Und sei es Kabarettist, sei es jemand, wo das Publikum applaudiert, wir sorgen dafür, dass Leute verschwinden. Ja. Naja, also wie du schon sagtest, es ist ja eben ein Meinungsbeitrag, und früher gab es ja immer schon mal diese saubere Trennung zwischen Daten und Kommentar. Hier wird ein vorgeblicher Tatsachenbericht produziert. Beim ZAP-Magazin. In Wirklichkeit ist es aber Propaganda, also quasi, also selbst Kommentar ist dafür noch zu höflich, das als Kommentar zu kennzeichnen. Ne? Nee, für mich ist der kritische Propaganda. Punkt nicht das, eine politische Meinung. Das muss erlaubt sein, wenn man das macht. Man kann auch, es muss nur richtig deklariert werden. Ja, ja, ist nur, es ja nicht. Was hier gemacht wird, ist, wenn man sich jetzt anguckt, was macht Uwe Steimle, wer ist Uwe Steimle, dann kommt man bei normal funktionierendem Gehirn nicht zu dem Ergebnis, dass Uwe Steimle gleich Pegida ist. Das wird aber versucht zu insinuieren hier. Das heißt, man nimmt sich kleinste Bruchstückchen zusammen, baut die zusammen, macht daraus, nimmt aus 500 Puzzleteilen, nimmt man 4, klebt die zusammen, schneidet die Ecken ab und sagt dann, guck mal hier, ich habe ein Hakenkreuz gefunden. Ja, also so funktioniert das ungefähr. Ja, genau, richtig. Okay, also wir haben jetzt also eine Lobby für den militärischen Arm der israelischen Regierung oder für das israelische Militär, wie auch immer du es nennen möchtest. So, und dann gucken wir doch mal in die Wikipedia. Jetzt kommen wir endlich mal zum Punkt. Wir haben doch, unsere Sendung heißt Wikihausen. Mhm. So, und dann haben wir zum Beispiel Steimles Welt, und da hast du mich drauf aufmerksam gemacht. Es tut mir sehr leid, ich wollte das Thema eigentlich, ich wollte nicht ständig drauf rumreiten, aber ich kann nichts dafür. Wir haben jetzt uns mit Steimle beschäftigt, dann gucken wir doch mal nach, ja, wir gucken doch mal nach, wer macht das und was entdecken wir? Felix! Ja, kann das sein? Kann das sein, Markus? Nein! Doch! Es ist wirklich unglaublich. Es ist irgendwie, also Felix hat zu 64% laut. Unser Freiwilliger der israelischen Streitkräfte ist wieder aktiv, ja. Und unser Transatlantifa, unser antideutscher Linker ist aktiv und genau wieder an dieser Ecke, ja. Als wenn man es, man kann sich das alles gar nicht ausdenken, ja. Immer die gleiche Soße, ja. Also ob er jetzt sich innerhalb der Linken zu den Antideutschen zählt, eine gute Frage, aber wie bitte? Das, was er was tut, sieht so, ob er sich jetzt innerhalb der Linken zu den Antideutschen zählt, weiß ich nicht, aber das... Allerdings, er wird zumindest von den Leuten, mit denen ich geredet habe, in der Linken, wird er dort eindeutig zugeordnet, ja.
So müssen wir es sagen, ne? Und nach dem, was er tut, denke ich, haben wir genügend Grund, ihn da einzuordnen. Also er betreibt pro-israelische Propaganda innerhalb des scheinbaren Online-Lexikons Wikipedia und an vielen Fachen und in der Partei auch. In der Linken hat es auch gemacht, ja. Also das war seine. Also wie war das? Kandidat der Linken, also für die Linke für den Bundestag, das war 1900, wann war das? 94 oder so? Ja, 93 oder 94, ja. Ja, einfach eins von beiden. PDS dann, war das damals noch, gab noch keine. Ja, PDS war das damals, genau. Und dann aber für PDS-Linke Schatzmeisterei im Bereich der Bayerischen Linken. Ja, damit dem Vorstand zugeordnet. Also das heißt über den Umweg dieser Position, die nie jemand machen will, in das Zentrum der Bayerischen Linken in Macht vorgerückt. Ja, ja genau. Dann hatten wir da einen netten kleinen Parteispendenskandal, wo sein Name gefallen ist, ständig gefallen ist und er war da irgendwie im Zentrum von Spendengeldern, die falsch auf ein Privatkonto oder also die auf ein Privatkonto verbucht wurden, aber dafür hätten dann wohl keine Parteispendenquittungen ausgestellt werden dürfen. Da fiel sein Name auch mehrfach in dieser Geschichte. Beziehungsweise einmalig fiel sein Name halt bei dem nachfolgenden Schatzmeister, der da gesagt hat, also dass das in seine Zeit fiel. Naja, und lustig ist auch noch, dass der Anwalt, der uns geschrieben hat, als erster war damals der Untersuchende dieser Affäre bei den Linken. Ja? Also das ist alles etwas filzig. Und dann, genau, also das war alles jetzt in der Zeit so 2005 rum und genau in derselben Zeit rum, im selben Zeitraum ist also doch dieser Felix, der im Original Jörg Egerer beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war es noch Jörg Egerer, glaube ich, und dann halt Jörg Grünewald heißt. Jörg Matthias jetzt Claudius Grünewald, ja. Genau, heißt er jetzt. Und der war dann damals auch noch Freiwilliger bei dieser Sahel-Geschichte, das heißt also ein Volontierprogramm der israelischen Armee, wo man offiziell zumindest nur in der Etappe arbeitet, aber nicht an der Waffe ist. Ne? Mhm. So, dann, das hat man dann Unterstützungsaufgaben, die andere Soldaten freistellt, die dann in den kämpfenden Truppen, so wird es definiert. Ja. Genau. Mit dann, Vorsicht dann, zu genießen, dann, diese genau, dann hattest du eine staatliche Aussage von einem Mitglied der Linkspartei, der einem Vorstandsmitglied, ja. Ja, der halt der ein Foto gesehen haben will von dem Felix bzw. von dem Jörg Grünewald, Jörg Egerer in israelischer Uniform mit Uzi. Fallschirmjägeruniform mit Helm, mit Rangabzeichen. Mit Fallschirm vorn und hinten und einer Uzi mit klappbarem Griff. Er hat das sehr genau beschrieben. Ja. Egerer übrigens in dem Verfahren behauptet hat, mit eidesstattlicher Erklärung, dass es dieses Foto nicht gäbe. Ich verstehe immer noch nicht, warum das nicht weiter verfolgt wird. Wer von uns beiden hier die Wahrheit gesagt hat? Ja. Tja, genau. Okay. Das ist die Person genau. Felix. Wir haben ausführlich über sie berichtet. Und jetzt also ist bitte dieser für die Stelle Zuschauer, wer mehr darüber wissen will, Sendung 8, 9, 10, 11, 12 und 13, glaube ich auch noch. Also da haben wir uns ganz ausführlich darüber ausgelassen. Bitte einfach mal die alten Sendungen anschauen im Sendungsarchiv auf YouTube oder auf unserer Seite. Hier ist sie eingeblendet, www.wikihausen.de. Mhm. Ja, okay, also dieser Felix schreibt laut WhoColor 64% des Artikels zu Uwe Steimle. Mhm. Wenn wir uns das Ganze in X-Tools angucken, sieht es noch desolater aus. Und zwar hat er dort nach hinzugefügten Text 78% des Textes hinzugefügt. Das ist schon richtig hammermäßig. Vor allen Dingen dann auch, dann, wenn man weiterguckt, auch noch die üblichen Verdächtigen, die da auftauchen. Berichtbestatter, also schon wieder so jemand. Übrigens derjenige, der mit Felix zusammen die israelische Armee schön geschrieben hat, wo dann gesagt wurde, ja, die helfen ja auch irgendwelchen palästinensischen Leuten da, die sich da im Stacheldraht haben. Ja, ist eigentlich so eine Art Heilsarmee, die sich vor allen Dingen um palästinensische Frauen kümmert, ja, die israelische Armee. Hier und derselbe Felix, der halt das Foltergefängnis Anlage 1391 in Israel schön geschrieben hat, sodass man als unbedarfter Zuschauer nicht direkt drauf kommt, dass da. Übrigens habe ich mir vor kurzem mal wieder angeguckt. Es ist genau die gleiche Soße, die vorher da war. Es wurde ja zwischenzeitlich mal geändert. Es ist wieder zurückgeschrieben auf, bitte vergleicht mal ganz einfach die deutsche Version von Anlage 1391, also von diesem israelischen Foltergefängnis, und die englische Version in Wikipedia. Und dann seht ihr, was Felix tut. Ja? Das hat mit Lexikon nichts zu tun. Ja? Hier ist übrigens, dann haben wir jetzt darauf hinweisen, hier ist auch Seewolf dabei, bei dieser Bearbeitung. Ja? Genau.
Also der Seewolf, der uns aufgefallen ist mit dem Zensurfilter in der Wikipedia, Filter 248, ich glaube Folge 19 war das von uns. So, dann haben wir jetzt, ich habe mir jetzt mal zwei Sachen rausgegriffen, die er bei Uwe Steimle hier verbrochen hat. Und zwar, also es geht also tatsächlich um einen Beitrag von Uwe Steimle, wo es um das Hinterlassen von Exkrementen hinter einem Altar geht, in einer Kirche da und das hat mich auch irritiert. Ich muss sagen, ich habe diesen Bericht gesehen von Stein, ich habe ihn mir extra angeguckt und der fängt an damit, dass er in einer Stelle, also ich weiß, eine von den Lutherkirchen, gefragt hat, ob er da rein kann, und er sagte, er kann nicht rein, weil die Leute haben hinter den Altar gekackt. Ja? Also das ist der das Originalzitat. Ja. Und das kommt in dem, ich habe dann geguckt, es kommt in dem Beitrag nicht mehr vor. Also da werde ich ihn nachfragen, weil ich das, mich würde auch gerne von der Produktion wissen, wer schneidet die Sachen eigentlich rein? Ist das Uwe Steimle? Ist das die Redaktion, die das macht? Also ist Uwe Steimle, die Struktur von der Sendung ist ja so, er läuft da rum, er redet mit den Leuten, das ist das, was er super gut kann. Er hat halt immer einen direkten Draht mit den Leuten und das wird gefilmt und dann wird hinterher, wird das zusammengeschnitten. Das ist so jetzt, sag ich mal, Standard in diesen Unterhaltungssendungen, egal ob privat oder öffentlich-rechtlich. Und deswegen ist noch nicht mal, das ist nicht so, dass der Uwe Steimle am Schnitttisch mit sitzen muss und sagt, was jetzt reinmontiert wird, das würde ich gerne auch in dem Interview abfragen, welchen Einfluss hat er eigentlich da drauf, wie ist das da reingekommen, weil hier wird ja so getan, auch in dem ZAPP-Beitrag, als wenn es originär Herzenswunsch von Uwe Steimle war, darüber zu erzählen, dass Leute hinter den Altar kacken, ja, wie viel Anteil davon ist eigentlich Steimle, wie viel, wie kommt das da rein, wie viel von dem Gespräch war das eigentlich, okay. Ja, also hier sehen wir also, dass Felix das Ganze relativiert. Ja, also er fügt dann das Wort angeblichen Verunreinigung ein. Mhm. Das an anderer Stelle fügt er ein, dass es gab eine Verlinkung auf einen Zeitungsbeitrag, auf ein Interview mit Uwe Steimle. Der war sehr positiv, dieser Zeitungsartikel. Und das ersetzt der Felix durch einen, also unser Jörg Egerer, ersetzt das durch einen Artikel, der negativ zu Uwe Steimle ist. Ja. Also ganz typisch, ja klar, also das ist eindeutig, ja. Also, nein! Das kann man hier sehen. Das ist, doch! Oh! Ja, das ist wirklich. Version vom 6. März 2018 um 20.32 Uhr. Die politische Kampfpostelle Wikipedia. Was ist das denn schon wieder? Ist das Lexikon bitte, ja? Ich meine. Ja, das ist ganz. Darüber brauchen wir uns nicht mal zu unterhalten. Also wenn es um Autor Felix geht, in den seltensten Fällen findet man Sachen, die wirklich neutral sind. Also man findet eigentlich ständig Dinge, die hier wie zur ist Färbung die Verbindung zwischen gehen. Felix und den Leuten in ZAPP und den Leuten in den Zeitungen? Das würde die Frage müssen wir uns mal stellen. Weil also ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles nur rein zufällig ist. Ich glaube, keine zwei Sekunden glaube ich, dass das ein Zufall ist, dass diese Sachen in Wikipedia stattfinden und dass da gleichzeitig in ZAPP das stattfindet und in diesem Netzwerk, wo wir noch kommen werden, in den Zeitungen geschrieben wird. Das ist eine konzertierten Aktion. Ja. Also wir haben ja damals schon die Verbindung hergestellt, dass, also der Jörg Egerer, unser Felix, ja, hat ja auf seinem Facebook-Profil eine Verlinkung zu diesem Jan Hein, oder wie hieß er? Jan-Philipp Hein. Ja, Jan-Philipp Hein, ne? Der halt sich auch am Anfang über diesen Satz echauffiert hat, Israel und USA zetteln Kriege an und so weiter. Mhm. Da gab es also eine, er hat den verfolgt, diesen Jan-Philipp Hein. Ne? Mhm. Jetzt ist also die Frage, gibt es da eine gegenseitige Kanal oder ist das quasi so das Modell Leitwolf, also Jan-Philipp Hein schreibt vor und alle anderen folgen dann, zum Beispiel vielleicht auch unser Felix. Wir mal Leute, wenn jemand dazu etwas weiß, es wäre ja für uns interessant, wenn es Indizien gibt für diese Verbindung von den Leuten, also das heißt der MDR-Journalistin von Egerer, den Leuten für Jan-Philipp Hein, also Amadeo-Antoni-Stiftung, Jan-Philipp Hein hatten wir, wenn ich mich richtig erinnere, auch eine Verbindung. Also wenn uns darüber Leute Informationen geben könnten, wie diese Verbindungen aussehen, wenn jemand was weiß, wäre ich sehr daran interessiert, das zu erfahren. Ja. Weil ich es gerne mal also offenlegen würde, wenn man den Teppich umdreht, genau. Was eigentlich dahinter steht. Für mich ist wichtig zu wissen, ist also unser Felix, ist das nur jemand, der gezielt das Netz und die Presseveröffentlichung nach diskreditierenden Meldungen durchsucht oder gibt es da halt eine gegenseitige Verbindung zwischen den Medien und unserem Felix? Ja, das ist also gibt es auch den Rückkanal sozusagen. Ich darf daran erinnern, als wir uns beschäftigt hatten, mit Frau Kahane,
und der Amadeo Antonio Stiftung in Wikipedia. Daraufhin wurde mein Wikipedia-Eintrag von Felix bearbeitet. Unmittelbarer Zusammenhang zeitlich. Ob der jetzt kausal ist, das überlässt sich dem Gehirn des Betrachters. Aber da war es so, wir berichten über Amadeo Antonio Stiftung. Felix bearbeitet meinen Eintrag und wir werden entsprechend sozusagen niedergeschrieben. Ja, auch in diese sozusagen in diese Ecke antisemitisch, Verschwörungstheoretiker, rechtspopulistisch. Ja, also hier nochmal das Bild, also eigentlich reicht es bei den Beiträgen, die jetzt Felix ausgetauscht hat, einfach mal zu schauen, welcher Beitrag wurde rausgenommen, das ist dieser Beitrag, da guckt doch der Uwe Steimle ziemlich nett rein, ne, so. Und dann gibt es also einen Beitrag, wo man sieht, da sieht das Foto schon deutlich anders aus, ja, und das ist also jetzt hier die sächsische.de, das muss sich Steimle gefallen lassen, also dass er ein als völkisch antisemitischer Jammer aus sich bezeichnet wird, also eine Unverschämtheit ganz nebenbei, ja. Also das stellt dann halt der Felix rein, ja, und nimmt dann das andere Interview, was positiv zu Steimle steht, das nimmt er raus. Ja, also hier nochmal das Zitat von der Sächsischen, ich blende es einfach ein, erspart mir bitte das Lesen der ganzen Geschichte, es ist einfach nur noch nervig, ist das. Ja. Okay. Wir haben ja damals schon darauf hingewiesen, dass auch der Artikel zu Uwe Steimle, dass der ja auch von wem bearbeitet wird? lass mich raten, grübel, grübel und studiere, wer könnte das sein? Ja. Ein Kater? Von Felix. Von Felix. Ja, ja, zu 39,6% sagt Who Color. Mhm. Ja, also und. Also mit weitem Abstand, wenn ihr euch das anguckt, der nächste hat 7% und dann geht das von 4 rasant runter auf 1%. Also das ist ein Felix-Artikel. Ja. Gut. Wir müssen dann, glaube ich, dann in der nächsten Sendung den anderen Kram abhandeln. Wir machen erstmal hier an der Stelle, glaube ich, Schluss. Ne? Mhm. Also, und wir werden uns in der nächsten Sendung um die Frage kümmern, warum kümmert sich Zapp nicht um wirkliche Hassrede? Mhm. Denn da in ihrem ganz, politischen ganz Umfeld, in ihrem Netzwerk. Ja? Genau, und das behandeln wir aber in der nächsten Sendung. Ich würde erstmal sagen, wir haben noch eine Sache, ganz wichtig, bevor wir jetzt zur nächsten Sendung danach später kommen. Und zwar, uns ist aufgefallen, unsere Zuschauer können nicht so doof sein, wie YouTube behauptet, dass sie wären. Also, YouTube behauptet schlechterdings, dass also unsere Zuschauer überhaupt das nicht schaffen, von dem Kanal Gruppe 42 auf Wikihausen zu wechseln. Das korreliert aber auch nicht mit der Gesamtzuschauerzahl, die wir haben. Das heißt, wir haben den Verdacht, dass hier YouTube eventuell ein wenig an den Zahlen herumfrisiert. Und um das herauszufinden, würden wir gerne ein Experiment machen. Mein Vorschlag, vielleicht 50 Leute, vielleicht 100 Leute, und zwar die sich vielleicht mit uns gemeinsam da mal ransetzen und ein gemeinsames Experiment wagen. Mhm. Welches, wie das Experiment aussieht, werde ich noch nicht sagen, damit YouTube nicht da irgendwie was mauscheln kann. Also bitte, wer bei diesem Experiment mitmachen möchte, bitte einfach mit der Betreffzeile Experiment, das kriegt ihr hin, ne? Betreffzeile Experiment, bitte an wikipedia@terzmagazin.de mailen, hier ist die Adresse eingeblendet. Mhm. Und dann werden wir euch alle anschreiben und dann werden wir mal also eine gemeinsame Aktion machen mit dem, was dann kommen mag. Und das dokumentieren wir dann in der übernächsten Sendung, was dabei rausgekommen ist. Ich habe so einen Verdacht, was dabei rauskommt, aber wir machen es wissenschaftlich. Wir werden das also ganz normal durchziehen. Mit Hypothese und mit sozusagen Versuch und Überprüfung der Hypothese. Genau. Verifikation, ganz, ganz Falsifikation. Ja? Genau. Okay. Okidoki, dann von mir aus einen wunderschönen Namen wünsche ich noch. Auf Wiedersehen, wenn es demnächst wieder heißt, Geschichten aus Wikihausen. Genau, tschüss.